Guten Tag. Es ist schon ein bisschen später am Tag, weil ich habe die Kinder schon zur Schule gebracht, beziehungsweise das Kind. Und ich habe das Kind auch wieder von der Schule abgeholt, weil heute ist nämlich der letzte Schultag gewesen vor den Herbstferien. Ja, ich bin mal wieder zu Hause. Und es sieht wohl so aus, dass man nicht in Urlaub fahren darf, wenn man aus Berlin kommt. Das wirft natürlich meine ganzen Pläne jetzt über Bord. Deswegen habe ich mich auch noch nicht gemeldet. Wegen dieser Praktikumsgeschichte, die ich da hatte, tatsächlich bei dem Fahrradverleih Reilingen, weil wir erstmal abwarten mussten, dürfen die Berliner überhaupt fahren oder nicht. Wir dürfen es nicht. Sprich, meine Kinder dürfen nicht zu ihrer Oma. Sprich, alle sind zu Hause. Sprich, ich muss mal alles unterstützen hier. Kann ich nicht machen. Ich wäre jetzt gerne weggefahren. Für eine Woche mal kurz wenigstens. Hat sich leider damit erledigt. Es ist ein verrücktes Jahr. Für uns alle. Ja, und das läuft nicht so, wie man vielleicht will. Mag. Wünscht. Nichtsdestotrotz, ich bin hier. Ich schneide jetzt, ich mache um 16 Uhr auf. Also ich habe schon angefangen mit Schneiden, natürlich heute Vormittag. Aber da war ja nur anderthalb Stunden Zeit, da bin ich nicht sehr weit gekommen. Ich bin jetzt gerade mal, was haben wir denn gerade mal? 8 Minuten Filmmaterial zusammen für euch. Und boah, schauen wir mal, was da noch so kommt. Und danach gehe ich in den Keller und ziehe durch bis 21 Uhr. Ja. Also permanent am Hin- und Herfahren, am Arbeiten, am Machen, am Tun. Und tja, wird langsam ein bisschen viel. Ne? Wenn man das alles alleine macht, ist das halt auch alles schwierig. Ah, was heißt denn alleine? Du hast ja immer irgendjemanden im Laden. Ja, ich habe zwar jemanden im Laden dort, vor Ort, aber das ist ja auch mehr oder weniger Betreuung. Egal wer da ist, da ist viel an Seelsorge, wird da gefragt und so. Ja, so ist es. Und da ist sie. Auftritt die neue Kanzlerin. Mit dem Schulbus gibt es ein bisschen Probleme. Mit dem Schulbus gibt es Probleme. Wieso? Naja, also eigentlich fast keine Kinder mehr haben. 3, die so fahren. Unsere 2 und noch ein Junge, der mit einer Mutter mal wartet. Mhm. Dann können sie von dort nicht mehr abholen, weil jetzt so viele Baustellen sind, die kommen da nicht mehr durch, können nicht wenden, die Eltern verhalten sich arschig. Jetzt wollten sie gerne, dass Anouk zur Körnerstraße vorläuft und sie mit dem Jungen dann zusammen und dann holen sie die von dort ab. Ob das geht, ansonsten müssten sie kündigen. Können sie nicht. Das kann sie ja nur machen. Ja. Das ist ja nur das andere Seite von der Schule. Genau. Das kannst du nicht auch wohl, vorne rausgehen aus der Schule? Ich glaube nicht, ist der Haupteingang wohl, meinte aber er. Kann man da nicht vorne raus? Weiß ich nicht. Klär das mal ab, dass sie vorne rausgehen, weil der Schulbus da nicht mehr anhält. Das muss ja machbar sein. Wieso sollten die jetzt... Ja, er meinte, in der Schule ist gerade irgendwie so, dass... Er hat so das Gefühl, also obwohl er schon die Kinder von nur 22 Jahre fährt. Ah. Aber er ist gerade so ganz unten in der Kette, so nach dem Motto, besser wäre es, wenn ihr nicht auch noch nerven würdet. Ne? Deswegen macht du das. Da ja, oben. Trotzdem ist er das gleich. Ja, jetzt. Dass die Kinder vorne rausgehen können, zum Haupteingang, weil er nur von da aus noch abgeholt werden kann. Ja, muss ich mal gucken. Das heißt, muss und mal er gucken. Meinte, ich kann ja nicht fahren, ich kann sie nicht nach Hause fahren. Nee, er meinte, Ganzjahresverträge gibt es nicht mehr. Die sind... Die haben Probleme mit der Firma, sollte er, glaube ich, irgendwie sagen. Und jetzt war sein einer Fahrer auch in Quarantäne, weil ein Fahrer sich angesteckt hat mit Corona und den hat es auch wohl ziemlich schlimm erwischt. Der war dann mehrere Tage im Krankenhaus und ging sehr, sehr schlecht. Und der Beifahrer, wo also keine Kapazitäten mehr haben, um überhaupt Tests zu machen, musste der einfach so in Quarantäne, ob er es hatte oder nicht, 2 Wochen lang. Hat keinen interessiert. Und er meinte, das kann natürlich auch immer jemand dann ausfallen. Das ist dann auch ein Problem für ihn. Und ja, wirtschaftlich weiß er nicht, ob er das so halten kann. Also möchte er nicht, weil er macht es schon so lange. Und das,
aber kann es nicht ausschließen. Die hangeln sich jetzt immer von Ferien zu Ferien, um dann zu gucken. Ist doch alles. Ja, das ist echt. Das kann man doch gar nicht anders leisten jetzt. Ja, bis Weihnachten läuft es jetzt erstmal so weiter. Und danach weiß ich nicht. Kann sein, dass es normal weiterläuft. Kann sein, dass er sagt, das kann nicht mehr. Wenn der andere Junge auch noch abspringt oder wenn wir jetzt gesagt hätten, nee, läuft nicht, das können wir auch nicht zumuten, dann hätten sie den anderen Jungen jetzt auch nicht mehr gefahren. Na super. Probleme, weiter jetzt. Ich schneide jetzt erstmal. Ich muss. Ach, den gib mir. Wenn wir hingucken, ja. Schalterkette, Kettenradgarnitur. Was brauchen wir noch? Wie gesagt, zentriert haben wir schon. Ritzelpaket ist neu. Zentriert ist. Kettenradgarnitur wurde abgebaut. Jetzt kommt die neue rauf. Schaltwerk dran. Wir stellen an dem Schaltwerk die äußere Begrenzung ein, und zwar hier. Schaut mal, der Zahnkranz hier, der hier steht nicht unter diesem Ritzel. Oder steht ein bisschen zu weit in. Könnt ihr das sehen? Kann man das sehen? Ist ja auch nicht so wichtig. Ich muss es halt nur einstellen. Das ist der höchste Gang, sprich H und L steht hier, High and Low, also der höchste Gang, schnellste Gang, die Schraube ein bisschen raus und dann wandert da ein bisschen nach außen. Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Vielleicht noch Mühe. Da können wir den inneren Anschlag gleich einstellen. Das ist das Schöne. Hier, da. Er drückt ein bisschen zu weit. Dann Low, L, ein bisschen rein. So. Nee, das war schon zu viel. Zack. Perfekt. Also haben wir inneren. Wir haben den inneren Anschlag und den äußeren Anschlag eingestellt. Ja, jetzt ist alles ganz einfach. Jetzt die Kettenradgarnitur ran. Kette auf. Fertig. Dann schrauben wir die Pedalen wieder ran. Erste Seite.
zweite Seite. Jetzt müssen wir nur noch hier den Schaltzug wieder anschließen. Und wenn wir dann alles richtig gemacht haben, sollte funktionieren wie E und I jetzt gleich. Noch ein bisschen freigeben. So. Ja, somit sind wir fertig. Jetzt wird noch aufgepumpt. Weil hier ist ja einfach mal ja keine Luft drauf. Und dann sollte sie so schnell wie möglich unterwegs sein. Okay. Der läuft schon viel zu lang schon wieder. Schon wieder viel zu viel wegschneidet. Jetzt hat noch einer nach der Rahmengröße gefragt von dem Ding hier. Weil der nun wirklich nichts mehr zu Sachen tut, weil der Rahmen hier ist total durch. Hier hat nämlich mal jemand unfachmännisch probiert, die Sattelstütze, die festgerottet war, rauszunehmen. Und das ging ein bisschen in die Hose. Aber ich messe trotzdem nochmal aus. Ah, da kommt schon wieder Musik drin gelaufen. Musik, scheiße. Das fertig? Ja, das ist fertig. Warte mal, wo ist denn der jetzt? Da oben liegt der Steuer. Hier ist der Specialized. Ja, ich habe ja gerade noch was anderes am Stissand. Ja. Hi, gesehen. Hast du den tiefer gemacht? Ah ja, so, ja genau. Ich kenne die. Die kenne ich tatsächlich, Mensch. Das ist ein Ding. Eigentlich ist es ein großer Scheinwerfer. Ja. Mhm. Hier, wie ich gesagt habe, roter Print. Roter Print. Schön. Und dann hier sind die Einstellungen. Das ist natürlich total sperrig, oder? Aber geil. Geht. Dafür? Ja. Weiß nicht, mach mal einen Vorschlag. Sag mal. Was denn, der Stuhl? Nicht der Stuhl, ich will ruhig nicht. Aber das ist der? Du bist ein Superheld. Ich könnte mir keinen anderen Papa wünschen. Du bist für mich die Nummer 1. Zieh dir mal die Imbusschrauben, also diese Schrauben da vorne drin mit. Die sind total verrostet. Ich sehe den Imbus gar nicht mehr richtig rein. Okay. Du kein Leid hier. Hä? Ja, Logenstuhl. Ich werde den mal ein bisschen rumfahren, den Steuersatz, und dann werden wir sehen.
man nochmal reindrückt. Ein paar Aufsetzer und dann völlig verrostet die Scheiße. Der gefällt mir überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Der sitzt nicht geil hier, oder? Ich mach mal jetzt ehrlich. Er müsste tiefer rein, das ist das Ding, aber vielleicht kommt er ja noch. Das der kommt nicht. Vielleicht noch während dem Fahren und dann. Nee, ja, gut, da müssen jetzt alle Züge erstmal verlegt werden. Noch an dem Ding. Ich mach erstmal draußen jetzt. Ich mach mal draußen. Ja mal. Erstmal Freitag. Hier ist ja auch der Alf-Laden, nicht der Alt-Laden. Das ist mal gut. Immer, ja, damit macht man keine Scherze. Ey. Ich dachte, du furzt mich an, Alter, dann wäre ich auch ausgerastet. Ja, das denke ich mir bei ihm manchmal auch. Ey. Dann hättest du hier das Ding genommen und dann. Ja, vertroschen. Naja, also, ja. Nee, wie macht man das im Vinylladen? Da muss man ewig suchen und dann noch eine Platte wissen, wie sie sich anhört und. Ja, wieso, was redest du denn? Ist ein Plattenladen? Ja, da drüben ist so ein Plattenladen. Ja, und? Was wolltest du denn? Dann hast du einen Plattenspieler? Ja, ich habe einen Plattenspieler. Fünf? Fünf? Und ich hätte gern, naja, ein bisschen mehr Qualität dann noch. Aber ich höre so selten Platten, also Platten auflegen und so, das ist halt 90er Jahre oder so. 70er Jahre. Ich bock mir auch zum Beispiel. Piep das schon, boah. Da ist schon eine neue Kassette hinten auch drin, ne? Ja. Neue Schaltröhrchen. Die hatte ich. Also vom übelst billigen Schaltwerk eigentlich, aber ich habe die ausgesucht und ja, die passen farblich. Hier kommt eine Nille rauf irgendwie. Dann wird wieder der Dings durchgezogen. Erklär mal. Der Bautenzug. Erklär mal, du weißt es doch. Erklär mal die Kamera, weißt du? Erklärkamera. Ach so, die schon wieder. Aber irgendwie. Wo ich irgendeinen Erklärbär mache, bin ich mal weg. Es wirkt für mich halt eher so, dass das hier als reine Scheideinheit gedacht ist und dass Züge. Ich meine, okay, du hast vielleicht. Ja. Okay, dann ist das, nee, das sind jetzt höchstwahrscheinlich die Schaltzüge, oder? Das ist verbunden, das hätte ich jetzt, das kenne ich halt nicht, deswegen habe ich das noch nicht. Achso, du. Ja, guck mal, ist doch. Hä? Das ist echt verbunden, Digga. Ja, das natürlich. Und zwar immer unterm Wickelband. Ich hätte auch mal so ein Rad gesehen. Hat hier überhaupt eine Ahnung von euch? Nur die Kunden, die reinkommen. Nur die. Das sind immer die, die Hans hier noch Bescheid wissen. Irgendwie sucht ihr eine andere Bude, sagst du so. Aber ist halt jetzt so. Ja, so viel investiert in den Kack, denke ich. Dann bleibst du nicht weiter aus. Ja, aber ich brauch diese scheiß Teile. Warte für ein Teil. Obwohl jetzt brauchst du ja nicht mehr. Hast du ja gar nicht. Hast du auch nicht. Ja, eine Topcap brauch ich, aber diese Pitlock. Ach so, Mann. Pitlock. Ja, weil so, Mann. Ja. Dann liegt's wieder. Ich fahr nur mit Riser Bar. Dann brauch ich einen Kickblick. Was war jetzt mit der Spirale? Ich hab das eben nur mitbekommen. Was? Was ist mit der Spirale? Das ist die Schalter funktioniert nicht. Nee, Mann, nee. Kick die Krise. Hier ist da Wodka drin oder nur Ananas? Mit Coca-Cola. Ja. Und nur ein Kondom. Spirale nehmen. Warte, wieso funktioniert die Schaltung hier nicht? Was ist denn mit dem Kack mit so einem Kackhebel? Kackhebel. Ja. Und jetzt hier, drück mal. Ja. Ich geh mir runter. Ach so. Tadam. Genau, musst du dann zwei drüber. Und dann drücken. Ah, okay. Was fällt? Ich wollte die Gänse nicht kotzen. Ich wurde gerade fast von dem Kabel erschlagen. Aua! Tod und verdammt. Ich habe jetzt ein Schweißgerät. Echt? Ja. Jetzt kann ich kommen und bei euch den Rest sammeln. Mhm. Und dann baue ich daraus, was wollen die alle haben? Diese Hipster? Ah, Lastenfahrräder. Lastenfahrräder. Kann ich ganz viele von bauen. Hast du auch Schutzgas? Nee, leider noch nicht. Oh. Wir investieren. Ich habe gehört, ich muss Ara nehmen, aber eine bestimmte Marke für mein komisches Gerät. Aber was hast du für ein Gerät? Ein Halbautomat Mack. Mick? Mack. Mack. Nicht Mick, Mack. Aber Vorschub, ja? Ja. Okay. Dann kann es losgehen. Geil.
traurig nur den ganzen Kram, die ganze Kunst verwanderlichen lassen. Also ich habe noch einen Schweißhelm. 5 Millionen Euro. Ich weiß schon, die Nach-Oktober-Saison, die ist schon am Plan, ey. Boah, ich finde diese hier, ey. Den Kack hier. Ich bin voll happy, ich hab meinen Sattel endlich. Warte, das funktioniert nicht. Soll ich euch das Fahrrad jetzt wieder runtertragen? Ja, auf alle Fälle, ey. Ja. Was ist denn mit dem Hebel? Ich kann da nicht den Hebel jetzt auch noch täuschen. Das ist ein Schrotthaufen, Mann. Er ist alt investiert und dann hast du alle Teile irgendwie und dann funktioniert das. Ja, das Schaltwerk ist halt auch hin. Ist ein, aber das war ja klar, ne? Dann macht die Alivio ran. Ja, aber warum eigentlich nicht, wa? Klar, die ist ja auch länger. Ja. Ja. Altus. Alivio. Alter. Olivia. Ey, passt viel besser zum Bike, ey. Was ist denn das für ein Scheiß, ey? Weg damit, klar, logisch, ey. Warum machst du das nicht gleich? Ich fummel hier rum ewig. Ey. Da hast du wieder in den Steuersatz nicht investiert, aber in die Schaltung. Hat ja. Ja, oder ja, oder was? Kommst du aus NRW? Genau. Schön war's. Schön war, sagt man das. Ja. Na, reicht denn der Zug jetzt noch? Ja, ich bin ja kurz gerade, ja, wa? Ja. Kammer? Ja. Der 2 Kammer, oder wa? Ja. Hä? Ja. Nehmen wir auf den höchsten? Hey! Nehmen wir auf den höchsten. Schreib mal auf den höchsten. Mach mal, schreib mal. Ja. Also vorne macht mir nicht Sorgen hier. Okay, und jetzt halt mal richtig. Super, super. Ist mach mal weniger Spannung bitte. Oder stell mal ein auf den untersten Gang. Das ist der unterste, ja. Ja, stell mal, muss einstellen. Das hat doch immer noch. Okay. Warten jetzt. Halt also ich glaube. Halt mal fest. Wieso festhalten? Ja. Mach doch. Das ist ein Rennrad, na, Alter. Ich hab Licht in der Hand. Machst du jetzt hier ein Achimo oder was? Mal guck mal auf. Ja, komm, hör auf, ich muss das nächste Rad machen. Jetzt hier nach vorne, pumpt jetzt schnell auf von der Jugend. Und nimm das Schloss ab. Hä? Das Schloss muss ab. Ey, nein, ist nicht dein Ernst. Das ist kein 622er, das ist ein 630er. Kann ich nicht brauchen, ey. Hä? Ey, ich hab noch ein anderes Vorderrad. Nicht, okay. Wie auch immer. So, Walle macht jetzt eine Probefahrt und ich muss mal schauen. Ich gehe jetzt nach oben und lade den Block hoch. Und beende gleichzeitig den heutigen. Das war jetzt wirklich, naja, der Tag war aus meiner Sicht heraus so ein bisschen stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl so wenig zu tun war, mehr oder weniger, war ja alles recht übersichtlich hier. Aber das war mir zu stressig gerade hier alles. 1000 Leute, die alle Werkzeug haben wollten und hin und her. Und, ah, nee, das ist mir nicht, mag ich nicht leiden. So, dann haben wir das eh noch fertig gekriegt hier, ist doch wunderbar. Ich gehe jetzt hoch, lade den Block hoch und dann sehen wir uns gleich. Was heißt, wir sehen uns gleich? Wir sehen uns morgen wieder. Macht die Tür, bis dann, ciao, sagt der Tommy.